Frau Wieczorek-Zoll, was verstehen Sie unter dem guten Leben? Dass man einerseits und gerecht, ein gerechtes Leben führt und verwirklicht, dass man auch im Einklang mit den ökologischen Entwicklungen leben kann und mit dazu beizutragen, dass es nicht nur einem selbst mehr Lebensqualität es gibt, sondern dass das auch weltweit eine Chance hat. Das war das Thema, das uns heute besonders beschäftigt hat. Und was ist die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit in dem Bereich, beziehungsweise was hat die Entwicklungszusammenarbeit mit dem guten Leben zu tun? Es gibt immer noch in der Welt jede Minute eine Frau, die stirbt, weil sie ein Kind zur Welt bringt oder an den Konsequenzen der Schwangerschaft oder der Geburt des Kindes. Und das macht schon mal deutlich, welche katastrophalen Verhältnisse auch der Armut und des Hungers es gibt. Und mit dazu beizutragen, dass es in der Welt mehr Gerechtigkeit gibt, dass die Ungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaften bei uns, aber auch in anderen Ländern beendet werden. Das gehört mit dazu zu der Verwirklichung eines guten Lebens und das heißt mit dazu beizutragen, dass soziale Regelungen existieren, dass der Kapitalismus eben auch Regeln unterliegt, dass die Finanzmärkte entsprechend auch eingedämmt werden bzw. kontrolliert werden und unter Aufsicht sind, dass Menschen Lebenschancen haben. Also die ganzen Fragen der gerechten Gestaltung, der Globalisierung, das gehört dazu und da haben wir viel zu tun, alle gemeinsam. Was kann denn da der Einzelne dann tun in dem Kontext? Also der Einzelne kann sich zu Wort melden und im Vorfeld der Konferenz von Rio 20, die in 2 Monaten stattfindet, sagen, was ist eigentlich die Haltung der Bundesregierung in all diesen globalen Fragen. Der Einzelne kann sich per Facebook, per Internet, per Web mit Menschen in der Welt vernetzen, um auch Kontakte zu schaffen. Er kann Initiativen schaffen. Man muss nicht alles teilen, was bei der Initiative gegen Kony im Internet war. Ja, aber es macht deutlich, welche Chancen natürlich darin bestehen, dass sich jeder Einzelne engagiert und auch mit dazu beizutragen, dass fair gehandelte Produkte hergestellt werden, aber auch gekauft werden, sodass es einen Absatz hat. Damit kann man dazu beitragen, dass es Hunderttausenden von Menschen in der Welt besser geht.